Ja, hallo. Jetzt beschäftigen wir uns mit den Überschriften. Wir schauen mal, was man damit alles machen kann. Wir haben also unsere Seite jetzt erstellt und dann gehen wir einfach mal auf Seite bearbeiten. So, was wir jetzt machen oder was wir hier schon sehen, sind diese Gleichzeichen. Das ist unsere Überschrift, eigentlich nichts weiteres. Wenn wir jetzt mal durchzählen, zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gleichzeichen. Wollen wir also eine Unterüberschrift, so benötigen wir 5 Gleichzeichen, sagen wir mal Sub 1. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5 Gleichzeichen. So, Sub 1. Und ja, jetzt haben wir eine Unterschrift erstellt. Wenn wir eine Überschrift haben wollen, dann machen wir einfach wieder 6 Test. Genau, 6 Gleichzeichen und wir haben wieder eine Überschrift. So, dann gehen wir mal auf Speichern, schauen uns das Ganze mal an. Wir sehen hier also unsere Standardüberschrift mit 6 Gleichzeichen. Hier sehen wir 5 Gleichzeichen und hier sehen wir wieder 6 Gleichzeichen. Das ganze Spielchen kann man immer so weiter treiben. Man kann sogar jetzt sagen, dass ich jetzt hier drunter eine Unterschrift haben möchte, sagen wir mal, die nur aus 3 Gleichzeichen besteht. Ja, sagen wir hier einen weiteren Test. Hier schreiben wir etwas rein und dann wollen wir etwas nur aus zwei gleichen Zeichen haben. Aus zwei Gleichzeichen. Mal schauen, wie das aussieht. Genau, das würde dann so aussehen. Das heißt, mit Gleichzeichen kann man beliebig variieren, welche Über- bzw. Unterschrift man hat. Noch eine kleine Info. Und zwar kann man sich das manuelle Abtippen der Gleichzeichen ersparen, indem man einfach hier auf dieses Symbol klickt. Dieses Symbol generiert die vorige Überschrift. Das heißt, wenn wir uns hier befinden, sagen wir mal, machen wir mal einen Absatz, Test. Wenn wir das jetzt als Überschrift haben wollen, dieses Test, dann schaut der, was oder wie viele Gleichzeichen hat die vorige Überschrift 2. Klicke ich also da drauf, generiert er 2 Gleichzeichen. Wenn ich das gleiche nochmal mache, aber ein Symbol weiter drücke, dann passiert nichts weiteres, weil 2 Gleichzeichen ist das Kleinste, was es gibt. Ja, wenn ich aber jetzt hier drauf drücke, dann geht der eine Überschrift höher als die vorige Überschrift und generiert 3 Gleichzeichen. Und das geht dann immer so weiter. Hier hat er wieder 4 Gleichzeichen und so weiter. Und wenn ich jetzt wieder, sagen wir mal, eine Ebene runter will, drücke ich einfach da drauf und ich habe wieder 3 Gleichzeichen. Also, diese Symbole bedeuten nichts weiteres als gleiche Überschrift wie vorher, eine Ebene höher, Entschuldigung, eine Ebene runter und hier eine Ebene höher. Und genau so, meine Lieben, so funktionieren Überschriften im Wiki. Danke fürs Zuschauen.